Hallo und herzlich willkommen. Thomas Lohninger ist mein Name und das hier wird im Sinne der Konferenz ein bisschen ein Too Long Didn't Read Talk. Ihr habt wahrscheinlich schon recht oft das Wort 5G gehört, werdet es in den nächsten Jahren noch sehr oft hören, ist zu befürchten. Und ich versuche in diesem Talk über Netzneutralität zu reden, aber auch über die anderen Aspekte, in deren Kontext 5G schon so diskutiert wurde. Mal ganz kurz, was ist 5G? Das G in diesem Namen steht für Generation. Es hat nichts mit Gigahertz zu tun, darauf kommen wir noch, aber es gibt verschiedene Generationen von Mobilfunkstandards. Die Technik verbessert und verändert sich ja und seit wir irgendwie Internet bekommen haben mit 2G, damals noch weniger 100 Kilobit pro Sekunde, sind die Bandbreiten drastisch gestiegen. Und ihr seht hier aber auch, dass es mehrere 3G, mehrere 4G Standards gibt und dass diese zwei Zeichen nicht immer ganz ausschlaggebend sind, wie viele dann wirklich bekommt, so wie das halt beim Internet ist. Ihr kauft bis zu irgendeinem Gigabit oder Megabit und wirklich bekommt ihr dann meistens was anderes. Und wichtig ist auch, dass diese Standardisierung hier auf zwei Ebenen passiert. Einerseits mal auf der ITU, das ist unterhalb der UN ein internationales Gremium, wo es um ursprünglich mal Post und Telekom, heute aber eher Frequenzen geht und aber auch 3JPP, das ist eine Industrieassoziation, sozusagen der Zusammenschluss von allen Mobilfunkern und Geräteherstellern. Von der Telekom-Industrie ist auch dieser Slide, da seht ihr, wie sich jetzt, sag ich mal, im optimalsten Fall die Verteilung von Internetanschlüssen im Mobilfunk verändern wird. Aktuell haben wir noch nirgends 5G. Wir haben gerade so den Punkt erreicht, wo 4G 3G überholt hat. 2G, also wirklich der ganz alte Standard von GSM, ist so langsam am Ausklingen. Und auch in der optimistischen Variante sehen wir hier, dass wir bei unter 15% Durchdringung mit 5G sind. Das heißt, es wird noch lange dauern, bis das wirklich für viele Menschen Realität wird. Und ja, aber es ändern sich noch einige andere Sachen mit 5G. Aus Netzneutralitätsperspektive ist ganz wichtig zu verstehen, dass mit 5G etwas kommt, das man bei 4G schon probiert hat, aber nicht durchgekommen ist damit, nämlich sogenanntes Network Slicing. Und das könnt ihr euch wirklich so vorstellen, dass man das Internet in einzelne Schichten zerlegt und diese Schichten haben unterschiedliche Charakteristiken. Die sind zum Beispiel besonders schnell und bandbreitenoptimiert oder haben besonders wenig Energieverbrauch oder besonders niedrige Latenz. Und wer natürlich dann auf welchem dieser Slices ist, da hat man schon eine kleine Erinnerung an das Zwei-Klassen-Internet. Also hier geht es auch ganz viel um Kontrolle. Die Charakteristik des Internets kann man nochmal viel stärker kontrollieren mit diesen Network-Slices. Für die Technikerinnen unter euch ist das Quality of Service am Radio Access Level, also ganz tief drunten, wird schon priorisiert. Was sich noch grundlegend ändert mit 5G, ist, dass wir von den jetzigen Zentimeterwellen weggehen zu Millimeter-Waves. Und das heißt, es gibt höhere Frequenzen von 30 bis 300 Gigahertz und die haben andere Charakteristiken. Diese kleineren Wellenlängen bedeuten mal, dass wir auf jeden Fall viel kleinere Funkzellen haben. Im Moment schafft so eine Funkzelle, Mobilfunkzelle, bis zu 10 Kilometer abzudecken. Bei 5G werden das eher so 300 Meter sein. In die einzelne Zelle packt man dann viel mehr Nutzerinnen und Nutzer hinein. Also 1 Million Menschen kriegt man im Moment so auf 500 Quadratkilometer, in Zukunft dann schon auf 1 Quadratkilometer. Also falls IoT jemals kommt und wir wirklich jeder USB-Stick auch eine IP-Adresse hat, dann wäre das möglich mit so einem feinmaschigen Mobilfunknetz. Was aber auch eine Konsequenz rein physikalisch von diesen niedrigen Wellenlängen ist, ist, dass sie nicht so gut durch Materie penetrieren. Das heißt, die bleiben dann stecken bei der Betonwand oder schon bei der Glaswand. Die werden von Bäumen abgehalten und die werden auch von schlechtem Wetter, von Wolken, von Regen abgehalten, weil die resonieren mit diesen Frequenzen. Und das heißt, man muss halt insgesamt auch viel feinmaschiger das ganze Netz bauen. Und das bedeutet viel, viel, viel mehr Funkmasten. Also wenn ich wirklich ein Areal abdecken will, muss ich mit 5G wirklich alle paar hundert Meter schon eine neue Sendestation machen. Und wenn man weiß, dass es oft sehr schwierig ist, Vodafone hat es gerade irgendwie diese Woche wieder gesagt, sie müssen Funkmasten abbauen, weil sie einfach die Genehmigungen nicht bekommen. Und da ist natürlich auch wieder der Gesundheitsaspekt dabei, über den ich später auch noch sprechen werde.
Aber grundsätzlich ist zu sagen, so ein Funkmast allein hilft mir gar nichts, wenn ich nicht auch ein feinmaschiges Glasfasernetz habe. Und daran fehlt es heutzutage, vor allem in Europa, sehr stark. Also es fehlt einfach dieser flächendeckende Glasfaserausbau, der eine notwendige Voraussetzung für die Informationsgesellschaft ist. Und darum werden wir auch mit 5G nicht herumkommen, auch wenn 5G vielleicht eine Alternative ist, das Glasfaser auch ins Haus zu legen, sondern es dann vielleicht eher beim Verteilerkasten zu lassen und da die letzten paar Meter mit Mobilfunk zu überbrücken. Ganz entscheidende Frage heutzutage ist, wofür brauchen wir 5G eigentlich und wofür brauchen wir es nicht? Es gibt ganz viele Beispiele, das ist das Lieblingsbeispiel von Günter Oettinger gewesen. Selbstfahrende Autos brauchen 5G, sonst bleiben die stecken. Das heißt, die würden es nie durch einen Tunnel oder durch Brandenburg schaffen. Und wir sehen heute, dass es selbstfahrende Autos gibt und die versuchen natürlich alles mit Sensoren zu machen, weil sie sich eben nicht darauf verlassen können, dass es immer Mobilfunk gibt. Wo es dann wieder relevant wird, ist bei sogenannten Mesh-Networks, also da, wo Autos miteinander kommunizieren und sich vielleicht ihre Geschwindigkeit sagen. Oder noch bevor der Sensor das Bremsen erkennt, wird gleich ein Bremssignal ausgeschickt. Aber genau für diese Car-to-Car-Communication hat die EU-Kommission vor wenigen Wochen sich geeinigt darauf, dass sie stinknormales Wi-Fi verwenden werden, 2,4 Gigahertz. Also das, was wir heute schon überall haben, ist gut genug für diese Auto-zu-Auto-Kommunikation. Und es gab natürlich einige Firmen, die damit nicht happy waren, vor allem Autohersteller, aber auch Deutsche Telekom, Huawei und Intel und Qualcomm. Und ich finde nur irgendwie dieses Beispiel eines Telekom-Lobbyisten so wunderbar schön, die sich aufregen, dass die Kommission jetzt hier diskriminierende Kompatibilitäts- und Interoperabilitätsregeln auferlegt. Also dadurch, dass jeder mitspielen kann und dass alle Teile, wie bei Lego, miteinander zusammensteckbar sind, glauben die jetzt irgendwie diskriminiert zu werden, was auch schön irgendwie die Denke der Telekom-Industrie widerspiegelt. Ein anderes Beispiel, wofür 5G angeblich gebraucht wird, sind Connected Farms. Also da, wo jede Kuh schon einen Sensor hat, ob sie jetzt gemolken werden will oder wie es dem Boden geht, damit ich in Echtzeit düngen kann. Aber auch hier ist es so, wir haben die kleinen Bauerinnen und Bauern werden sowieso nicht davon profitieren, weil solche Skaleneffekte erzielt man nur, wenn man wirklich großflächig einen Agrarbetrieb hat. Und auch da ist die Frage, wo ist das Mobilfunknetz an diesen Stellen? Weil oft ist es im ländlichen Gebiet, wir haben schon gehört, kleine Zellen, große Fläche, nicht sehr sinnvoll, da wirklich gleich die teuerste, neueste Art von Mobilfunkgeneration auszurollen. Ähnlich schaut es mit Industrie 4.0 aus. Auch da wird versprochen, jeder Roboterarm hat eine IP-Adresse, wird über 5G verbunden. Hier können die Latenzen eine Rolle spielen und deswegen finde ich es auch sehr schön, die Chemieindustrie in Deutschland hat sich schon gefreut, dass nämlich ein Teil von dem Spektrum für 5G frei zur Verfügung gestellt wird für Industrieanwendungen. Das heißt, die verwenden zwar 5G-Technologie, aber brauchen nicht die Deutsche Telekom dazu, sondern können sich selber ihr Netz damit bauen, so wie heute auch schon mit WLAN. Das heißt, du hast zwar die Technik, die ist universell einsetzbar, aber du brauchst keinen Mobilfunkkonzern, der da Masten hinbaut, sondern baust dir das alles selber und argumentiert du das dir Verband chemischer Industrien auch damit, dass damit die Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität ihrer Daten gegeben ist. Ein Teil, wo es spannend wird und wo vielleicht wirklich Potenzial für 5G besteht, ist bei Gaming und bei Virtual Reality. Da, wo ich wirklich irgendeine Brille aufhab, wo jede kleine Latenz schon dazu führt, dass ich kotzen gehe und mir übel wird, da hilft es natürlich, wenn ich mit diesem 5G-Standard zwischen 1 und 4 Millisekunden Latenz habe. Das ist auch sicherlich etwas, wo man ein Auge drauf haben muss und wo es wahrscheinlich auch neue Anwendungen gibt. Das Problem ist nur, wenn ich bis 2025 warten muss und auch dann nur 14% Marktabdeckung habe, frage ich mich, welcher Konsolenhersteller wirklich ein Gerät rausbringen will, wo die Kunden dann 5G brauchen, damit sie das Ding wirklich betreiben können. Ähnliches verhält es sich bei Telesurgery, also bei Operationen aus der Ferne. Das ist ein echtes Beispiel aus China, wo 5G verwendet wird. Also dieser Chirurg hat diesen Roboter, wo er gerade über 5G an jemanden herumschnipselt. Hier ist ganz klar zu sagen, dass diese Dinge recht wenig mit dem offenen Internet und recht wenig mit Netzneutralität zu tun haben, weil es natürlich nicht mit einem Hippokratischen Eid vereinbar ist, eine Operation über das offene Internet zu machen. Das wäre viel zu unsicher. Das sind dedizierte Verbindungen zwischen Krankenhäusern. Wo heute Telemedizin verwendet wird, ist, wenn ihr einen Schlaganfall habt und in irgendein Landkrankenhaus geführt wird, dann gibt es eine Remote Diagnosis, wo aber irgendein Spezialist im nächsten Großhospital euch anschaut, aber das über eine
64 Kilobit Leitung mit Mono Audio. Das kriegst du über nassen Schuhband noch drüber. Also hier ist es auch nicht so, dass man jetzt unbedingt 5G bräuchte, aber sei es drum. Also hier ist auch wiederum auch im Rahmen der Netzneutralität jede Innovation möglich, weil das recht wenig mit dem offenen Internet zu tun hat. Wo es nochmal spannend wird, ist die Frage von IoT. Also Internet of Things. Wenn jeder Kühlschrank und jeder Toaster seine eigene IP-Adresse hat, wenn alles vernetzt ist, dann stellen sich ganz neue Fragen. Zuerst mal der IT-Sicherheit. Ist das Zeug wirklich sicher? Kann ich irgendwie meine Tür noch aufbekommen, wenn die intelligent ist? Oder kann die auch dann gehackt oder gedidost werden? Wie interoperabel sind diese Geräte? Also Cory Doctorow hatte da ein schönes Beispiel mit dem Toaster, der proprietär ist und der nur noch Toastbrot von der eigenen Firma toastet. Und genau dieselbe Logik von vertikaler Integration von du kaufst ein Gerät und dann bist du auf meiner Cloud, verwendest meine Produkte und hast halt auch meinen Netzzugang. Hier reden wir von Spezialdiensten, also von Dingen, die nicht das offene Internet sind, universell verwendbar, wie ein ganz normaler Stromstecker, sondern hier dieses echte Bild von Facebook, so stellen die sich das vor, ein Stecker, der nur noch für einen Dienst funktioniert. Und wenn ich dann irgendwie meine Bosch IoT Network Slices brauche, um die Waschmaschine noch bedienen zu können, dann verlieren wir halt auch irgendwie recht viel von unseren Konsumentenrechten. Und dann gibt es vor allem auch keine Skaleneffekte mehr, wo neue Anbieter auf den Markt kommen können. Und das wird sicherlich eine der großen Debatten, die wir führen müssen in den nächsten Jahren. Wir stecken in Europa gerade inmitten einer Netzneutralitätsreform. Wir haben ja die alten Netzneutralitätsregeln mühsam erstritten seit 2013. 2016 waren sie dann endlich da und jetzt sind wir gerade mitten in einer Reform. Und 5G ist einer der zentralen Hebel, über die versucht wird, diese Netzneutralität, die wir uns erstritten haben, wieder abzubauen. Und das Wichtige ist, dass die Netzneutralität, so wie wir sie bisher gehabt haben, ist technologieneutral formuliert. Also das ist eigentlich wurscht, ob ich jetzt irgendwie Kupfer oder Glasfaser oder 5G verwende dafür. Gleichzeitig hat 5G eben diese ganzen Fallstricke mit eingebaut. Und wieso es gerade spannend ist, nach Europa zu schauen, ist in den anderen Weltregionen, wir haben in den USA keine Netzneutralität mehr und die beginnen jetzt mit 5G. Südkorea ist auch gerade der einzige Punkt in der Welt, wo es auch schon 5G gibt. Die haben ihre Netzneutralität gerade zurückgenommen. Das Gesetz dort wurde repealed in Vorbereitung von 5G. Also die Gefahr ist durchaus real, dass diese zwei Themen in Konflikt miteinander kommen und die Netzneutralität unterliegt. Indien und Kanada, wo es auch noch Netzneutralität gibt, diese haben noch kein 5G. Das heißt, Europa ist gerade die einzige Weltregion, wo versucht wird, diese zwei Dinge auf einen Nenner zu bringen. Und insofern ist es spannend, wie wir uns hier entscheiden werden, weil das wird wahrscheinlich recht große Auswirkungen weltweit haben. Die EU-Kommission ist im Moment gerade so auf, wir sehen keine Probleme und drei Affen. Die haben 30. April einen Evaluierungsbericht rausgegeben, 677 Seiten, wo mehr oder weniger drinnen steht, alles ist fein, don't worry. Wir haben widersprochen mit 29 anderen NGOs und wir sind jetzt mitten in dieser Reform. Auf Arbeitsebene wird schon am ersten Entwurf gearbeitet. Ende Mai bin ich in Brüssel für ein Stakeholder-Treffen und im Herbst ist die Konsultation. Auch wenn Firmen jetzt hier anwesend sind oder im Stream zuhören, gerade für Stimmen von KMUs und Startups wären sehr wichtig, um in dieser Debatte noch voranzukommen, weil wir als Bürgerrechtler können immer nur einen Teil der Debatte abdecken, aber es gibt auch gute wirtschaftliche Argumente für Netzneutralität. Die wirklichen Regeln haben wir dann auf dem Tisch liegen, Ende erstes Quartal 2020. Und wir haben auch noch einen Report rausgegeben, der sich mal die Ist-Situation anschaut. Die ersten 2,5 Jahre Netzneutralität, was da so passiert ist, könnt ihr hier nachlesen. Der kam Ende Jänner raus, ist auch echt dick und ja, wer reinnörden will, findet da sicherlich ganz viel. Nun aber noch zu den anderen Aspekten, weil 5G ist nicht nur Telekom-Industrie versus Netzaktivisten, sondern es gibt da ja auch einen Sicherheitsaspekt, wenn ihr euch an das Thema Huawei erinnert. The Trump administration has warned its allies that it may reconsider its military relationships with countries that use Huawei. We cannot ensure the defense of the West if our allies grow dependent on the East. Do you view that as a threat? 我要感谢他们两个。
First of all, I would like to thank them because they are great figures. 5G was not known by common people, but now these great figures are all talking about 5G, and we're becoming more influential and getting more contracts. I sense a little bit of sarcasm there. Oh, please tell them. I'm actually thanking them for promoting us. Despite warnings from the Trump administration, some of our European allies, including Germany and the UK, are reportedly considering allowing Huawei to build their high-speed infrastructure. Also, das war gerade der CTO und Gründer von Huawei, der sich bedankt hat bei der Trump-Regierung dafür, dass diese Debatte jetzt aufgetreten ist darüber, ob Huawei unsicher ist, ob es irgendwie mit der chinesischen Regierung zusammenarbeitet. Und gleichzeitig sehen wir, dass die ersten Länder schon davon abrücken. Und wir leben dank Snowden eben nicht mehr in einer Zeit, wo ein Staat sich nur noch auf Geheimdienstinformationen berufen kann, ohne diese zu veröffentlichen und damit eine Debatte gewinnt. Was ich an sich gut finde. Es gibt bisher keine Belege dafür, dass es wirkliche Sicherheitslücken in Huawei gibt. Ich finde es gut, dass wir diese Sicherheitsdebatte haben. Was sind die Firmen, die unsere kritische Infrastruktur kontrollieren? Aber diese Debatte dürfen wir nicht nur in Bezug auf China führen, sondern auch in Bezug auf Cisco oder europäische Anbieter wie Qualcomm oder Ericsson. Und deswegen ist das gut, dass wir überhaupt mal in diese Debatte reinkommen, aber eben nicht als Teil eines Trade Wars zwischen der Trump-Regierung und China. Ein weiteres Thema, wo ich ein bisschen aufräumen will, ist die angebliche Gesundheitsgefahr von 5G. Ich war ein bisschen hesitant, bevor ich das aufgenommen habe, aber die Menge an Zuschriften, die wir als NGO bekommen haben zu dem Thema, war so groß, dass wir gedacht haben, gut, wir müssen da mal ein bisschen Fakten zusammenklauben und den Leuten vielleicht auch die Angst nehmen. Viele dieser Theorien stützen sich auf diese Einstufung der WHO, die Mobilfunkstrahlung als potenziell krebserregend eingestuft hat 2011. Und wenn man sich anschaut, ja, es gibt diese Datenbank mit allen potenziell krebserregenden Substanzen, da sind Radio Frequencies in derselben Gruppe von 2b, aber da findet sich halt eben auch Aloe Vera, Essiggurken, Kava-Extrakt oder Magenta-Färbungsmittel, die auch alle potenziell krebserregend sind. Und was mit dieser Einstufung zum Ausdruck gebracht wird, ist, wir können nicht komplett ausschließen, dass es hier eine Gefahr gibt und deswegen brauchen wir mehr Research. Das ist auch der Tenor, egal wohin man schaut, von Food and Drug Administration, CDC oder Europäischer Kommission. Alle sagen, bisher gibt es keinerlei Beleg, dass es wirklich gesundheitsschädlich ist. Aber weil viele Menschen dem ausgesetzt sind, müssen wir das noch weiter uns anschauen. Aber sowas wie eine Unbedenklichkeitsprüfung, wie es manchmal gefordert wird, das kann es nie geben. Ich kann vielleicht ein Krebsrisiko feststellen, aber etwas, wo ich nichts festgestellt habe, heißt auch nicht, dass da nichts da ist. So funktioniert Wissenschaft. Aber es gibt natürlich andere Indizien. Wir können uns anschauen, wie viel Krebstote gab es seit 1990, wo wir gute Zahlen haben. Und da sehen wir, ja, die generelle Anzahl an Krebstoten steigt. Und das sind ja auch die Dekaden, in denen Mobilfunkstrahlung extrem zugenommen hat in der Bevölkerung. Gleichzeitig, wenn wir das aber bereinigen um die steigernde Weltbevölkerung, ist die Linie fast gleichbleibend. Und wenn wir es dann nochmal bereinigen um die alternde Weltbevölkerung, und je älter man wird, umso eher stirbt man an Krebs, dann sehen wir sogar eine fallende Tendenz, obwohl die Mobilfunkstrahlung in derselben Zeit stark angestiegen ist. Auch diese Frage nach, okay, Aloe Vera schmiere ich mir aber nicht irgendwie alle 10 Minuten auf die Haut und Mobilfunkstrahlung ist überall. Ja, aber das könnt ihr euch so vorstellen, wie wenn ihr bei der Party gestern Abend vor der Box steht, ist es extrem laut, aber wenn ihr 30 Meter weit weggeht, könnt ihr euch wieder unterhalten. Und so ist es auch hier. Mobilfunkstrahlung nimmt exponentiell ab, je weiter weg ihr vom Mast seid. Und wenn man einfach nur die Strahlung auf den Endgeräten misst, dann sieht man das von Mobilfunkgeneration zu Mobilfunkgeneration, die Strahlenbelastung signifikant abgenommen hat. Das heißt, hier, glaube ich, kann man wirklich Entwarnung geben. Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt ist die Hysterie unangebracht. Ein Punkt, wo aber 5G durchaus Menschenleben kosten kann und wirklich gesundheitsgefährdend ist, sind Wettersatelliten. Wird man nicht glauben, aber die Frequenzbänder, in denen 5G sich abspielt, sind von 700 MHz bis 123 GHz. Und es gibt aber gewisse Erdbeobachtungssatelliten, die genau in dem 23,8 GHz Band messen, ob hier gerade Wasserdampf in der Luft ist, ob hier Wolken sind, ob hier Eis ist. Und genau diese Frequenzen
wurden in den USA gerade versteigert. Und das heißt, da haben sich Meteorologen schon aufgeregt in letzter Zeit, dass die Erdbeobachtung extrem darunter leiden wird an Akkuratie. Weil wenn man jetzt wirklich so einen Tropensturm hat und der steuert auf Land zu, dann ist es extrem wichtig zu wissen, wo man jetzt evakuieren muss. Und die Meteorologen haben hier echt einen guten Punkt, dass sie sagen, man hätte auch irgendwie links oder rechts ausweichen können. Aber auch in Europa ist das vielleicht noch eine Frage. Im Moment haben wir diese Spektren noch nicht vergeben, was ja national passiert. Aber in den USA ist dieses Problem schon eingetreten. Und zuletzt vielleicht nochmal so zu Frequenzaktionen generell. Das ist auch gerade überall ein großes Thema. In Deutschland steht es jetzt, glaube ich, so ungefähr bei 5,6 Milliarden Euro, die eingenommen werden mit den neuen Frequenzen. Und die Auktion ist noch nicht vorbei. Das Grundproblem ist so ein bisschen, dass wir mit diesem Auktionsdesign den Preis massiv nach oben treiben und dass der Staat freut sich natürlich über mehr Einnahmen. Die Telekom-Betreiber müssen teils signifikant Geld investieren oder sich verschulden, damit sie an diese Frequenzen kommen, um überhaupt mitzuspielen. Also die Eintrittshürde ist extrem hoch. Und am Ende zahlen wir als Konsumentinnen wieder für diese verteuerten Frequenzen, weil die Internetzugangsprodukte dann teurer werden. Und gerade wenn das mit 5G jetzt hier nochmal höher wird, ist die große Gefahr, dass sich die Sache umdreht und das ein Hebel für die Industrie gegen die Regierungen wird. Ihr habt uns jetzt hier so viel Geld abgenommen, um für diese Frequenzen endlich ein Netz zu bauen. Jetzt müsst ihr uns auch erlauben, dass wir diese Frequenzen gegen die Netzneutralität nutzen können und eben mehr Return of Investment haben. Und das ist ähnlich wie was in Südkorea passiert ist. Und diese Gefahr droht uns auch in Europa, ich sag mal so frühestens 2020, wenn die nächste Kommission im Amt ist, kann ich mir auch vorstellen, dass wir da wieder auf Gesetzesebene um Netzneutralität streiten müssen. Ich habe noch gar nicht überzogen und bin trotzdem schon beim Ende. Too long didn't read. Die Conclusio ist, keine Schnappatmung, 5G ist keine Revolution, sondern eine Evolution. Im besten Fall kriegen wir schnelleres Internet. Alle anderen Dinge, die ihr so hört, könnt ihr auch mal bitte trotzdem lesen, aber nicht immer alles glauben, auf jeden Fall hinterfragen. Wo wir sehr sicher sind, dass es notwendig und richtig ist, ist Glasfaserausbau. Das ist die Lösung für ganz viele Probleme in der Informationsgesellschaft. Und da müssten wir heute schon anfangen. Und zuletzt schließe ich mit einem Zitat von Tim Wu, der gesagt hat, Netzneutralität aufzugeben, um sich ein besseres Netz zu leisten, ist so, als würde man ein Bild verkaufen, um sich einen besseren Rahmen leisten zu können. Vielen Dank. Hier haben wir noch irgendwie die ganzen Quellen von hier. Dieses Paper empfehle ich allen Nerds, die reinlesen wollen in dieses Thema. Und zuletzt noch, wir sind ein spendenfinanzierter Verein und unser Gesamtbudget für diese Netzneutralitätsreform liegt bei 0 Euro bisher noch. Also man kann Fördermitglied werden, wenn man unsere Arbeit, zum Beispiel die Pledge-Kampagne gegen Uploadfilter unterstützen will oder eben auch das, was wir alles in der 5G-Debatte noch tun werden. Gibt's Fragen? Du hattest eben noch mal kurz diese Auktion der Frequenzbänder angesprochen. Ich wundere mich schon seit langem, ob es dafür irgendeinen gesellschaftlichen Hintergrund gibt. Also nutzt das der Gesellschaft, dass diese Frequenzen versteigert werden, oder wäre das eventuell sinnvoll, die nach anderen Kriterien zu vergeben? Also gute Frage. Die Logik dahinter ist, diese Frequenzen gehören eigentlich der Allgemeinheit. Also das ist Teil des Staatsgebietes, hat die ITU auch so festgelegt. Und wenn der Staat sozusagen etwas, das im gesellschaftlichen Besitz ist, an Private übergibt, will er dafür Geld haben. Das ist ein bisschen die Logik davon. Und man hat sich halt leider eingefahren auf diese Art von Frequenzdesign. Alternativen, die viele Leute unterstützen, inklusive uns, wären, dass du nicht mit Geld bietest, sondern du bietest, wie geil ist das Netz, was du baust. Also du musst wirklich konkret sagen, wenn ich diese Frequenz bekomme, dann baue ich jetzt endlich in Brandenburg schnelles Internet. Und zwar genau in den Dörfern, genau da und so schnell und so ist die Charakteristik davon. Und dann bietest du, wer das bessere Netz bauen wird.
Das wäre ein extrem sinnvolles Konzept, wo du auch das bekommst, was du als Staat haben willst, als Gesellschaft haben willst, und nicht dann erst wieder diese Milliarden im Teil an die Industrie zurückscheffeln musst, damit die dann vielleicht doch das Netz ausbauen, was du haben willst. Wir haben noch eine Frage. Okay. Hallo, Timo Hetzel hier. Hi. Ich habe nicht genau zugehört, aber du hast irgendwas von magentafarbigem Internetkrebs erzählt. Und ich würde gerne wissen, was könnte sich denn die Telekom nach ausdenken, um Stream-On 5G noch schlimmer zu machen? Stream-On hat ja auch schon einen Gaming-Aspekt. Ich kann mir vorstellen, dass es da reingeht. Als ich bei der Telekom-Hauptversammlung im März 2019 jetzt kürzlich gesprochen habe, habe ich sie auch gefragt, was denn so ihre 5G-Partner sind und was ihre Geschäftsmodelle sind. Und eine der Antworten war Pokémon Go. Es gibt da auch ein Video mit den Antworten, was wir noch bald veröffentlichen werden, aber es ist sehr dünn, was sie im Moment haben, und das ist auch der Witz inzwischen. Ich war im November in Paris beim IGF, also Global Internet Governance Forum, großes Panel mit 5G, auch wieder Vodafone und AT&T, und die sind so gegrillt worden von den ganzen Regulierungsbehörden dort, weil sie immer noch keine konkreten Business Cases hingelegt haben und vor allem nicht sagen, wieso das nicht mit bestehenden Netzen Qualitätsregeln d'accord gehen sollte. Und bei der Recording war es wirklich schön, FreeJPP, das ist so der globale Body, der diese Standards festlegt, und jemand ist bei dieser Session in Paris wirklich aufgestanden von dem Standardisierungsgremium und hat gesagt, er würde sich bitten, dass man die technische Realität von dem Marketing trennt. Also das ist sehr dünn, trotzdem funktioniert das bei vielen Politikerinnen, und deswegen müssen wir weiter Aufklärungsarbeit leisten. Das eigentliche Problem ist, dass Stream On war, als es im April 2017 an den Markt ging, schon ganz klar illegal. Es ist jetzt seit über 2 Jahren auf den Markt. Die Deutsche Telekom hat massiv an Hybridkunden gewonnen damit. Das heißt, die haben wirklich sich nochmal saniert mit dieser Europarechtsverletzung und dürfen immer noch weitermachen nach 2 Jahren. Und die Maximalstrafe, die ihnen irgendwann drohen wird, sind 200.000 Euro. Und da ist es halt wirklich billiger, sich nicht an Gesetze zu halten. Eine Minute, noch Fragen? Okay, dann machen wir dich. Danke, tschüss. We've met you, 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 we've met you